Leute, was geht ab? Euer FIFA Gamer ist mal wieder am Start heute zum neuen FIFA Video und heute geht's die FIFA Woche weiter. Um wie die weitergeht. Wir werden jetzt gleich gegen Sevilla antreten. Wir werden gegen Sevilla antreten auf jeden Fall. Ja. Und wir gehen rein gegen Sevilla 3 in 3, 2, 1 und go. Was denkt ihr, werden wir gewinnen oder verlieren? Das Endspiel steht auf dem Programm. Hinter uns liegt ein toller Wettbewerb und ich bin sicher, vor uns liegt eine packende Party. Gleich geht's hier los mit Bayern München gegen den FC Sevilla. Wolf Fuß und Frank Buschmann melden sich heute von einer ganz besonderen Partie, von einem Fußball-Leckerbissen. Endspiel um den UEFA-Superpokal. Da weiß jeder Fußballfan, was Sache ist, da weiß jeder, das sind die aktuell besten Teams in ganz Europa. Besser geht es nicht. Das wird hochklassig, das wird dramatisch und gleich kann es hier losgehen. Bayern München gegen FC Sevilla. Finale um den UEFA Superpokal, das Duell der Titelgewinner, das Duell der Übermannschaften. Jetzt können sie sozusagen noch die Krönung einer fantastischen Saison einfahren, können sich direkt den nächsten Titel holen, beiden es zu gönnen. Im Angriff jetzt Kylian Mbappé. Da aus enormer Entfernung. Ah, Pogba. Findet ihr, Pogba hat gestern gut gespielt? Also ja, er hat ein super Tor gemacht, aber dann trotz Kylian Mbappé hat Frankreich halt verloren. Und da ist der Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Das ist wieder die französische Connection gewesen. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Erstmal dazwischen gegangen hier. Oh, Mbappé! Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Der Ball kommt rein. Ibrahim Konaté. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Vor dem Spiel stand er im Mittelpunkt der Diskussion. Der muss heute zum ersten. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ecke kommt von Kimmich. Kanté mit dem Ballverlust. Ocampos. Kann er was draus machen?
Verteidiger ist da, er hat den Ball. Die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Oh Leute, Rakitic! Sevilla macht den Ausgleich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was eine Gelegenheit, der muss sitzen. Und dann ist der Ball wieder weg. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Robin. Jetzt ist gefährlich. Über Rakitic. Oh, das wird was werden. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Bayern hat heute mehr oder weniger deutliche Nachteile, was die Ballbesitzzahlen angeht. Aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles, sehen wir auch im Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Kommt weiter lang Pfosten. Super wurde aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Good day. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ja. Das sieht vielversprechend aus. Und klasse durchgesetzt. Oh nein. Könnte der Ausgleich sein. Neuer Elfmann im Spiel. Ivan Rakitic. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nicht draus gemacht. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Die Gelegenheit für die Flanke. Sie kämpfen um den Ball. Da wäre jetzt viel Platz für den Konter. Jesus Navas jetzt aber. Die bauen geduldig auf. Man spürt, dieser knappe Rückstand muss man nicht halten. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Trent Alexander Arnold. Die Bayern im Vorwärtsgang. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Finale im UEFA Superpokal. Wir gehen rein in den zweiten Spielabschnitt. Nee, nicht gut gespielt. Da geht es aus. Conte. Mbappé. Mbappé verliert den Ball. Ja, klasse Pass. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Einwurf für die Bayern. Ibrahima Konaté. Coman. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt ist der Platz da. Der Torhüter macht diese klasse Torgelegenheit zunichte. Unheimlich ruhig, unheimlich konzentriert, stark gemacht und zum Kämpfer. Mbappé, die Chance jetzt. Die Bayern mit dem Tor. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Kein gutes Zuspiel hier, da geht es aus. Da wäre Platz auf außen. Jetzt ist er auf und davor macht er das Tor. Sehr gut gemacht, die Gefahr ist vorbei.
Die Bayern mit dem Ballverlust. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Können Sie verkürzen? Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse. Youssef Enesi. Jetzt wird's gefährlich. Jesus Navas. Da ist die Flanke ins Zentrum. Weiter diese Szene. Immer auf Gefahr. Ballschuss Bayern München. Oliver Torres. Youssef Enesi. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Ah, Mann, schade. Mbappé läuft zu früh los. Na, ja, was? Über den macht er nicht rein. So ein Kick. Aber wir sehen es ja. Nicht genutzt. Da geht nichts mehr. Koman. Der hat noch Energie, der hat noch Energie, der hat noch Energie, der hat noch Energie, der hat noch Energie. Und Kylian Mbappé hat die beste Energie, die ein Mbappé haben kann. Und dann schlägt Kylian Mbappé eiskalt zu, aus kurzer Entfernung lässt er sich das nicht nehmen. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Munir. Nachspielzeit, eine Minute. Diego Carlos. Und damit haben wir gewonnen. Der Sieger im UEFA Supercup. Und Wolf, ein optimaler Einstieg in die neue Spielzeit. UEFA Supercup-Sieg. Also in diesem Jahr. Eine überragende Leistung. Glückwunsch auch von unserer Seite. Und jetzt geht es natürlich darum, die Hände an den Pott zu bekommen. Sie wollen den Pokal. Da ist das Ding. Und das ist mehr als Vorfreude. Das ist ausgelassener Jubel. Das ist nicht einfach nur ein Titel unter mir. Das ist was ganz Besonderes. Der UEFA Supercup gehört Ihnen. Ja, Leute, damit geht es in der zweiten. Jetzt
gucken wir nochmal unseren kompletten Monat halt an. Wir haben jetzt halt 2 Pokale schon. Was ich echt crazy finde. Und ja. Okay, Augsburg. Bei 105 Millionen leben wir auch ab. Gnabry bleibt bei uns. Wir werden diese 3 Spiele jetzt simulieren. Alle 3. Würde ich sagen, Leute. Alle 3 Spiele werden wir jetzt simulieren. Okay, 3-0 gegen Augsburg schmeckt. Und dann sollten wir eigentlich... Und dann gucken wir so mal nächsten Monat, was die Spiele wieder machen können. Weil... Ich möchte halt nur... Oh, Atletico ist am 30. Ja, okay, dann werden wir diese Spiele jetzt auch noch alle mitnehmen. Und dann werden wir Atletico Madrid spielen. Also diese Spiele werden wir auch alle noch mitnehmen. Atletico Madrid werden wir spielen. Würde ich sagen. Das ist ja auch gut, wenn die Karrieren vorankommen. Dann haben wir heute 8 Spiele safe gemacht. Okay, 3-1 auch gegen... ja, okay, das geht einigermaßen sogar klar. Okay. Atletico werden wir auch noch mitnehmen. Da bin ich auch echt positiv, dass wir das auch noch packen. In der UEFA Champions League Vorrunde. Kein Spiel wie jedes andere. Heute sind beide nochmal ganz besonders motiviert. Gleich geht's hier los mit Bayern München gegen Atletico Madrid. Liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel heute Abend. Das Wetter könnte kaum besser sein. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Die Bayern treffen zu Hause auf den schwersten Konkurrenten in dieser UEFA Champions League Gruppe. Bayern München gegen Atletico Madrid. Die Bayern sind fulminant in diese UEFA Champions League gestartet. Wolf, Spiel 1, Sieg 1, so wie man sich das vorgestellt hatte. Nach diesem Sieg wollen sie heute natürlich gleich den nächsten 3er nachlegen und das wäre dann schon ein Traumstart. Das macht er gut. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Ball kommt rein.
Ausnahmsweise sind die Bayern heute mal nicht der große Favorit geschickt. Das stimmt. Beide Teams wollen richtig stark. Deshalb erwarte ich auch ein Spiel. Oh mein Gott, nein, Neuer! Ja. Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Was diese Vorrundengruppe in der UEFA Champions League angeht, ist das hier natürlich schon. Jetzt ist er durch! Gefährlich, immer noch. Kumar, Mbappé und Sancho tut abstauben, Leute. Damit führen wir 1-0 gegen Atletico Madrid. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu fallen. Jetzt liegen die Bayern vorne. Joao Felix. Koke ist das. Joao Felix. Luis Suarez. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Nein! Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Bruder! Mbappé, der Angriff wird was wert. Kompliment, starkes Spiel. Klasse Chance jetzt. Der Volley, voller Einsatz, Schuss geblockt. Den Ball kann er mit dem Kopf klären. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Atletico bleibt am Ball. Joao Felix, da kommt er raus und hält den Ball. Da kommt der Pass. Jadon Sancho. Zum zweiten versuchen sie hier die Aktion zu unterbinden. Da können sie klären. Coman, gut verteidigt. Spieltag 2 also in der UEFA Champions League, Uschi, es ist ein Wettbewerb, in dem Legenden geboren werden, in dem die ganz großen Geschichten entstehen. Und das immer wieder aufs Neue, da wird nicht nur von früher geschwärmt, nee, nee, da werden auch heute immer wieder große Geschichten geschrieben und das liegt die Fans. Oh, das ist gefährlich, wie er hier reingeht. Fällt das Tor noch auf? Ausgleich Atletico Madrid. Schade, Marmelade. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Oblak hat ihn? Was? Junge, wie gut Oblak hält. Guter Pass jetzt. Jetzt versuchen sie es hier, Atletico Madrid. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Ja, ganz sicher, Ball ist aus. Da sehen wir es, immer wieder tolle Torchancen auf beiden Seiten. Ein offenes, ein spektakuläres Spiel. Wer das gewinnt, kann ich nicht sagen. Stark gearbeitet hier. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ganz energisch. Zurück jetzt auf Saul. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus. Ja, Bruder. Gelb, gelb. Aber vor allem ein Freistoß aus gefährlicher Situation. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Ball geht ans Aluminium. Pech in dieser Szene. Um ein Haar der Treffer, aber das war schon eine ordentliche Entfernung. Okay, jetzt brauchen wir mal eine Chance. Komm, Ball. Jadon Sancho. Der Angriff wird was werden. Kingsley Coman. Klasse Chance jetzt.
volles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Okay, und jetzt gehe ich auf Risiko. Jetzt gehe ich auf Risiko, Leute. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Abonniert den Kanal. Ciao.